Einen wunderschönen wünsche ich euch und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde World of Tanks. Ich sitze mal wieder im VK 2801105, was für ein Name. Wir haben da einen richtig, richtig greedigen Type 64, der direkt mal unsere AP-Kelle ins Fressbrett kriegt. Eigentlich war es in den Hintern, aber egal. Ah, ne, ich peak jetzt noch nicht. Mal gucken, der Platz bestimmt gleich. Da ist er weg. Zack, bumm. Bin jetzt hier auf Ruinberg. Ja, auf Ruinberg gelandet. Gegen 6er und 7er. Ah, schade. Und dieser Panzer ist aus seiner Stufe besonders als Light einfach nur ein Brüller. Das ist eine Frechheit, wie krank dieser Panzer ist. Einziges Manko aus meiner Sicht. Gut, ist eine Derpkan. Da kann man tatsächlich nichts an der Genauigkeit sagen, finde ich. Ist halt wie es ist. Einziges Manko tatsächlich ist die doch relativ geringe Pen. Ist aber, finde ich, auf Stufe 6 noch nicht so arg wild. Da gibt es halt so ein paar Panzer, wenn man jetzt mal auf Stufe 6 bleibt, wie zum Beispiel so ein KV-1. Der ist doch recht unangenehm frontal zu bekämpfen mit so einem Ding, selbst mit Gold. Aber besonders, und das macht diesen Panzer halt so geil, es ist halt so ein, wie soll man das sagen, so ein bisschen fühlt er sich an wie ein EBR. Also er, ne, er ist in keinster Weise so krass mobil wie ein EBR, aber für die Größe, die er hat, hat er ein unfassbar geiles Fahrgefühl, finde ich. Gleichzeitig ist es ein Light, verliert dementsprechend keinen Tarnwert, wenn er sich bewegt. Hat dazu halt eine richtig, richtig eklige Kanone. Ist dazu auch noch ein Premium-Panzer. Ah, schade, dass der daneben ging. Aber wir probieren es gleich nochmal. Komm mal her, Brudi. Zack. 366. Einfach mal in den Hintern rein. Ach, schade. Nebenbei holen wir uns auch noch ein bisschen Spott ab. Ah, der Panzer, er macht einfach... Der ist wirklich... unter den Top 3 meiner Lieblings 6er Panzer. Und wenn ich so drüber nachdenke, doch erstaunlich, dass alle Top 3 Panzer bei mir alles Light sind. Fängt an mit dem T-50-2, danach der MT-25 und danach er hier. Und alle drei Panzer halt, ne, so ein bisschen eigen. Er hier halt einfach ein richtig rabiater Panzer. Kannst reinjodeln, so wie jetzt zum Beispiel. HE geladen für die Su. Keine Ahnung, ob es langt von hinten. Er ist atomloser TD. Ich kann machen, was ich will. Abschmatzphase hat sozusagen angefangen. Nicht gepennt, aber angezündet. Sowas finde ich frech. Sowas sollte es aus meiner Sicht nicht geben. Ja. Zweiter auch nicht gepennt, aber ist mir egal. Er ist Geschichte. Und die Reise geht heiter weiter. Und gleich sehen wir was ich mit einer Derpgun auch extrem feier. Dass so etwas möglich ist, bin ich der Meinung, sollte auch nicht sein. Volle Fahrt. Volle Fahrt. Ich warte, bis die Dinger weg sind, die Fahrzeuge. Einmal ganz kurz angehalten, sofort losgefahren und geschossen. Und einfach mal dem 40 TP ins Heck geschossen. Sollte nicht möglich sein. Und das ist übrigens auch ein, also man fährt in voller Fahrt. Das Ziel ist relativ gerade voraus. Man hört kurz auf zu fahren und im Wippen nach vorne schießt man. Gefühlt 90% der Schüsse gehen rein. Okay, das war frech. 500 Schaden gemacht. Ihn nicht mal angekratzt. Gut, da gerne mal nochmal zurück zu dieser Stelle mit dem 40 TP. Das ist so ein kleines Ding bei WG, da weiß ich nicht genau, wie diese, wie sowas funktioniert oder wie man sowas rechtfertigen kann. Man ist in voller Fahrt und also ich habe ja nicht angehalten, ne, sondern ich habe tatsächlich nur einmal auf S gedrückt und sofort wieder Gas gegeben. Und im richtigen Moment dann sozusagen abgedrückt. Und das ist tatsächlich etwas, das regelmäßig bei mir passiert und was ich versuche auch aktiv zu benutzen, wenn ich halt auf jemanden schießen möchte, der aber relativ weit weg ist,
in einem Moment, wo ich nicht anhalten möchte. Ne, ich will, also so Momente, ich sehe einen Gegner und um auf ihn effektiv schießen zu müssen, zu können, müsste ich anhalten, ein-aimen und, und. Ne? Das dauert ja alles seine Zeit und meistens möchte ich mich dann aber auf Gegner zubewegen oder auf eine Position fahren. Und dann benutze ich halt sowas, dass ich dann einfach nur ganz kurz S andrücke, sofort weiterfahre und in dem Moment, wie ich nach vorne, also man wippt nach vorne und der Scheitelpunkt, bevor es nach hinten geht, ne? In diesem Moment drücke ich sozusagen ab oder versuche ich es zumindest zeitlich mäßig zu timen. Und da gibt es noch einen kleinen Sidefact. Je schwerfälliger der Panzer ist, umso höher oder umso effektiver funktioniert das. Also sowas wie eine Maus oder einen E100, aber auch eine IS-7, so gut wie jeder Panzer kann das. Also wo tatsächlich das relativ selten funktioniert, sind Dörpkan-Panzer wie halt KV-2, FV und. Aber auch, also ich habe ja gerade gesagt, E100, auch die große Kanone von E100 kann sowas. Oder eine Maus, fast egal welcher Panzer. Und noch wichtig zu wissen, je gerader das Ziel ist, auf das ihr schießt, im Verhältnis zur Fahrtrichtung, umso häufiger werdet ihr treffen. Ne, wenn ihr das macht und nach rechts, also ne, ihr haltet an und schießt aber nach links und rechts, dann fliegt der Schuss so ein bisschen in Fahrtrichtung, ne, wenn ihr halt seitlich schießt. Und dementsprechend ist es, was das angeht, besser, wenn man das halt auf Ziele macht, die halt, auf die man zufährt, sozusagen gerade. Ja, lange gelabert. Tut mir leid an der Stelle, aber manchmal, ne, ihr wisst, ich weiß ganz genau, was ich sagen will, aber um das dann zu erklären, naja, egal. Auf jeden Fall jetzt hier in der Runde ein Kill abgestaubt, 1901 Schaden gemacht. Der T71 ist einmal in den Tracks hängen geblieben und 1321 haben wir auch noch unterstützt. Das hat jetzt hier für Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 gereicht und auch noch für den zweiten Platz mit 1064 XP. Trefferbild ist mir egal an der Stelle, ist einfach ein absoluter Spaßpanzer. Ist ein KV-2 in Schnell und in Light halt. Trefferbild, wie gesagt, nicht so der Bringer. Dennoch jetzt hier 11.868 Credits plus gemacht. Und weil die doch recht kurz war und damit ich jetzt nicht nur gelabert habe, einfach mal noch eine Runde. Auch in der zweiten Runde sind wir im VK unterwegs. Diesmal am sicheren Hafen angelangt. HE ist geladen. Ich ziehe direkt in die Mitte rein. Ein bisschen risky, aber wir sind wenigstens Top-Tier. Fünfer und Sechser haben wir jetzt hier gegen uns. Zwei Lights, zwei Artis. Besonders die Lev-Arti, wobei die M44 auch nicht besser ist, sind mir jetzt schon im Graus, habe ich gar keinen Bock drauf. Heißt eigentlich immer wieder in Bewegung bleiben, besonders wenn man auf ist. Gut, wenn man nicht auf ist, spielt es keine Rolle, aber ihr wisst, was ich meine. Ich ziehe hier direkt durch, weil maximal die Lights sind jetzt hier. Nebenbei haben wir den KV gespottet. So, also wie gesagt, zu der Uhrzeit maximal die Lights sind jetzt hier. Dementsprechend ziehe ich einmal nach vorne. Drückt den Crusader 364 ins Fressbrett rein. Und das war doch schon mal ein guter Start. So, wie gesagt, wir sind offen, in Bewegung bleiben. Warten, warten, warten. Ich will eigentlich auch raus aus dem Proxy vom Crusader. Die eine Arti hat gerade geschossen. Da kommt die erste. Okay. Nehmen wir so hin. So. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin zu. Die gucken nicht zu mir da hinten. Golddusche laden. Komm mal her hier. Zack, abgeprallt. Da kommt die nächste Arti. Ich bleib stehen, eiskalt. Und auch der geht rein. Das ist halt einfach ein ekliger Panzer. Wie gesagt, die Jut ist eine Derpgun. Ist halt dann immer so 50-50, ob er trifft und ob er dann, wenn er trifft, auch reingeht. Aber wenn da dann reingeht, auch der Schuss jetzt hier, der einfach eklig gewesen. Einfach nur eklig. Oh, 2 Minuten vergangen, 1000 Schaden haben wir. Ja, genau, fahren wir noch einen Meter. Dieses Hüpfen des Ziegels, ich finde das so nervig. Das habe ich in der Runde jetzt öfters gehabt. Oh,
Und das der Grund, warum ich immer wieder philosophiere auf dieser Map. Wer die Mitte hat, hat einfach Vorteil. Gut, wenn die Kanone dann einfach mal 10 Meter hoch ins Dach reinfliegt. Ja, und der prallt ab. Also der Fakt, dass man hier einfach durch die ganze Gasse da hinten schießen kann unten, ne? Das ist halt der M6, der hatte auf lange Sicht keine Chance. Alles, was da reinfährt, auch jeden Tag Bude. Das finde ich ja jetzt frech. Er steht da einfach. Und dazu gehört auch dieses, was ich hier meine, von wegen, man muss die Mitte jetzt hier halten. Das bedeutet nicht, dass man dann hier, so wie ich jetzt hier, die ganze Zeit natürlich, sag schon, in die Mitte reinhalten soll und sich um nichts anderes kümmern soll oder halt hier hinten hin snipen soll. Aber also im Endeffekt heißt, was ich halt sagen will, erster Schritt ist natürlich hier diese Mitte einnehmen, damit, wenn die Gegner halt reinfahren, in stehende Kanonen fahren, ist natürlich immer besser, als würde das halt andersrum passieren. Aber es bedeutet halt auch gleichzeitig, dass, so wie er hier als Beispiel, ist ja nicht nur er, könnten ja auch noch andere Mates sein, wirklich auch hier unten reinfahren und dann auch halt Druck aufbauen und nicht nur halt, wie gesagt, hier in der Mitte stehen bleiben. Ich habe aber relativ frühzeitig mitgekriegt, das ist hier nicht, hier der oben, er ist Half-Life, links die beiden sind auch Half-Life, ich bin auch ein bisschen angeknackst. Als sie hier pushen, sehe ich halt im Moment einfach nicht, dementsprechend gucke ich auch gar nicht nach vorne, weil es ist sehr gefährlich. Hier an dieser Position weiter vorzufahren. Entweder man macht es so wie hier und ist dann halt von allen Seiten, ne, die hier hinten, also nicht der, doch der KV auch, aber Leute, die hier unten stehen, der KV1, Leute, die hier am Bunker stehen und Leute, die hier und hier hinten stehen, sowie auch die Arti, wie ihr seht, können halt hier reinhalten. Deutlich besser ist es tatsächlich, wenn man hier über diesen, also ne, über diesen kleinen Hügel spielt. In der Regel macht man die Leute auf, die oben da am Busch sind. Aber dafür können auch nur die Leute halt schießen, die dort an dem Busch sind. Und ihr kriegt nicht von allen Seiten. Und dann können halt die Leute, die hinter euch stehen, auch auf die Leute schießen, die im Busch sind, ne? Dann könnt ihr sozusagen so ein bisschen das Kreuzfeuer, das Fokusfeuer fokussieren. Also, Fokusfeuer kontrollieren. Der war natürlich sehr schwach. Ich hätte jetzt gerne einen rausgenommen. Nochmal pieken auf gar keinen Fall. Oder man steht halt, wo ist es hier? Direkt in der Rampe. Das ist so ein bisschen gehoppt wie gesprungen. Man muss sich halt im Gewissen sein, sozusagen, dass man, egal wie man es macht, auf jeden Fall aufgeht. Und im Endeffekt sozusagen dann auch höchstwahrscheinlich immer 1 zu 1 traden muss. Ach, der war schon wieder echt frech. Er trifft wenigstens auch nicht. Ihr seht immer wieder, ich probiere irgendwo halt meine Nadelstiche anzusetzen, weil die 300er Kellen oder was ich hier verteile, was macht er hier? 350 sogar, die tun halt bitterböse weh, ne? Und ich könnte halt hier sozusagen die ganzen Stufe 6 Panzer, so, ich sag mal, so ein, zwei Schüsse, die meisten sind dann nach Half-Life von denen, die es hier gibt. Das ist schon eine Ansage. Auf der anderen Seite, ich habe halt von Natur aus nicht sehr viel HP. Dementsprechend fast egal, mit wem ich hier, mich hier anlege, ich bin halt auch nach ein, zwei Schuss dann Half-Life. Dementsprechend immer nur einmal pieken, ne? Wenn es klappt, dann geil. Wenn es nicht klappt, dann halt nicht geil. Und da halt immer wieder gucken, wo kann man zustechen, wo sind die Gegner unvorsichtig oder wo kann man einen alleine erwischen. Jetzt zum Beispiel überlege ich, den VK irgendwie von unten anzugehen, also von hinten anzugehen. Aber dann habe ich halt dann auch festgestellt, naja, die Stuck und wenn die Derpgun hat, dann, ne, unangenehm. Wollte ich jetzt hier nicht riskieren, weil es sah jetzt im Moment nicht so prickelnd aus. Wir sind zwar HP-mäßig wahrscheinlich nach vorne, also laut Anzeige. Jetzt ist da der Valiant auch noch hinten.
Da werden wir übrigens feststellen, da habe ich echt arge Probleme gehabt. Also mit dem Valiant dann klarzukommen, werden wir gleich sehen. Gut. 345 von der Lev-Arti. Die war schmackhaft. Erster Kill. Der Schuss hat wenigstens gesessen. Wir haben hier vor uns oder rechts von uns zwei Full Life. Da haben wir also nicht direkt Bock drauf. Also verschwinden wir direkt. Aber der Valiant, der steht direkt da. Und hier sehen wir gleich. Okay, will nicht. Gut, ich habe nicht durchgeaimt, aber ne, ich schieße ja hier wenigstens noch mit Heat. Die hat fast doppelt so viel Durchschlag wie die normale in dem Panzer. Auch der geht nicht durch. Gut, ich weiß, ich aim nicht durch, ne? Aber ich weiß halt trotzdem so ungefähr, wo ich hinschießen will. Funktioniert halt bloß nicht irgendwie bei ihm. Zum Glück ist er sehr langsam. Ich merke halt oder habe halt jetzt gemerkt nach den zwei Schuss, okay, nee, er schießt schneller als ich. Ich kann ihn irgendwie nicht pennen. Er ist noch voll, mache ich jetzt nicht mit. Muss ich sozusagen der Zukunftsjury drum kümmern. Wird er auch machen. Oh, erstmal ganz kurz da stehen lassen. Gucken, ob wir dann jetzt hier lieber doch die Stuck rausholen. Mal gucken. Ah, die guckt leider auch schon jetzt hier direkt in die Richtung. Müssen wir also hin machen. Haben beim VK mitgekriegt. Er scheint HE geschossen zu haben. Bei dem KV meine ich. So, macht er jetzt nicht mehr, aber er trackt mich nur. Ich gebe ihm das gerne zurück. Pack mich jetzt direkt hinter ihn, weil er kann dann nicht schießen. Ruhmloser TD hat halt keine Chance, wenn man ihn irgendwie umkreist. So, ganz kurz warten. Haben wir den Valiant immer noch voll. Jagdpanzer 4 geht ihn an. Das heißt, jetzt ist der Moment gekommen. Das habe ich nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde ihn besonders, weil ich ihn von hinten getroffen habe, mehr Schaden machen als er mir beim Rammen. Oh ne, jetzt nicht töten, Brudi. Jetzt noch nicht. Okay. Er ist letzter Mann, abgesehen von den Adis. Oh, haben wir doch jetzt hier, auch wenn es noch lange nicht gewonnen ist, auch in so einer Situation, ne, ihr seht, ich bin One-Shot. Der Jagdpanzer 4 hat wenigstens noch HP. Die Artis muss man in den meisten Fällen in so einer Situation tatsächlich komplett rausnehmen. Die können natürlich auch Schaden machen, gar kein Ding, ne? Aber wenn halt die meisten von euch One-Shot sind und es gibt noch Gegner-Artis, ihr müsst halt nur einmal aufgehen und die müssen euch dann ja, ist halt Arti, ne? Die gucken in eure Richtung, drücken ab und ihr seid Geschichte, obwohl sie euch nicht mal richtig treffen. Halt ultra krass aufpassen. Mich jetzt auch extrem gewundert, dass die Lev-Arti mich aufmacht. Mal den Excalibur, das heißt, wir drehen hier direkt rein. Hier auch der T34, auch One-Shot. Das heißt, im Endeffekt kann eigentlich nur noch der Jagdpanzer 4 jetzt hier Schüsse tanken. Unter anderem halt auch Arti-Schüsse. Ihr seht, sie hat direkt einen abgekriegt. Aber in so einen Fällen tatsächlich, je nachdem, wie der Gegner halt steht. Ne, wir haben es ja jetzt gesehen, der Excalibur hat sich von hier nach da bewegt. Das heißt, er will wahrscheinlich noch weiter nach hinten. Das heißt, in so einer Situation nicht zwingend auf die Artis fokussieren, ne? Sondern erstmal gucken, wo fährt er hin, kriegen wir ihn irgendwie raus. Ihn rausnehmen, im besten Fall auch nicht aufgehen dabei, weil halt zwei Artis. Und er ist ja auch jetzt mittlerweile One-Shot, von daher sollte das jetzt auch gar kein Problem sein, ihn irgendwie rauszunehmen. Spätestens die Arti soll es erledigen. Ah, halt, komm. Ah, heißt der Abgang.
Ne. Sah zwar sehr gut aus, der Schuss, aber wollte nicht. T34 jodelt. Er guckt nach hinten, fährt weg, zeigt mir den Rücken. Oh, noch nicht. Ich habe Dropgun, erstmal warten, hab genug Zeit. Näher ranfahren, damit der Schuss auch wirklich sitzt. Und Schuss. Tja, ich sage ja immer, wenn es Adis gibt, aufpassen, was man macht. Ich hätte tatsächlich einfach hinterm Haus stehen bleiben müssen. Ne? Kurz warten, zugehen und schon wäre ich nicht geplatzt. Ich wusste es auch in dem Moment. Also in dem Moment, wie ich nicht angehalten habe, wusste ich, ich bin jetzt tot. Ja, macht auch richtig so, dass er jetzt hier wirklich wartet. Einfach in so ein, weil er ist mittlerweile auch One-Shot. Wer weiß, wer den Kampf gewinnt, wenn man jetzt einfach reinjodelt. Beides sind turmlose TD, also im Endeffekt turmlos. Das heißt, sie müssen komplett um die Kante rum einfach die Artis arbeiten lassen dann, ne? Auf Stufe 6 einfach ein Brett. Dieser VK2801. Ist, glaube ich, sogar ein Panzer, den man geschenkt gekriegt hat, ne? Irgendwann als Jubiläumspanzer vor 2 Jahren, 3 Jahren oder so. Also, ich denke, viele von euch werden den haben und absolut geiler Spaßpanzer. Nebenbei Premiumpanzer, deutscher Panzer, kann man auch nichts falsch machen. Ist halt kein Spotterlight. Ist wirklich ich fahre irgendwo hin und verteile meine Kellenpanzer. Sieht man, denke ich, auch im Allgemeinen bei den Ergebnissen. Jetzt hier von den beiden Runden, jetzt hier 4 Kills abgestaubt, 2311 Schaden gemacht, was finde ich eine Frechheit ist, als Sechser Light mit über 2000 Schaden rauszugehen. Oder allgemein jetzt hier in 2 Runden jeweils 2000 Schaden zu machen. Auf der anderen Seite aber halt nur jetzt in der Runde 912 gespottet. Gut, war auch nicht die beste Spotter-Map. Aber ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Panzer ist, mit dem man irgendwie krass spottet die ganze Zeit. Ne? Natürlich, nebenbei kommt immer mal was dabei rum und natürlich kann man es auch machen. Ich habe mir angeguckt, er kommt, glaube ich, nee, doch, er kommt, glaube ich, auf um die 40 Tarnwert, was ja echt nicht nett, nicht schlecht ist. Also auch das ist möglich. Sichtweite hat er auch genügend, wenn, besonders wenn man dann Binos oder so reinpackt. Oder Optik, irgendwas halt. Also alles möglich. Runde geht jetzt hier dann noch zu Ende mit dem Großkalibermedaille, mit dem Überlegenheitsabzeichen Stufe 1 und auch noch mit der ersten Gunmark und auch noch mit dem ersten Platz mit 1168 XP, wenn man da hier landet. Auch hier ist Trefferbild einfach nur unterirdisch, aber das ist mir egal. 24, 15, 9, also trotzdem ordentlich Schaden gemacht, also dementsprechend tatsächlich egal. Ist ein bisschen teuer jetzt hier gewesen, weil doch recht viel geschossen. 33.080 Credits haben wir jetzt hier minus gemacht. Ja, ist wie es ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich konnte euch ein wenig unterhalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.